Lust auf ein paar VR-Zielübungen? Militech? Jack, das ist streng geheime Militärtech. Wie bist du da rangekommen? T-Bug. Und sie hat's ein bisschen aufgepeppt. Ach ja? Weil sie's besser kann? No, war nur nicht ihr Style. Wirst sehen, was ich meine. Klar, kann nicht schaden. Beginnen wir mit einfachem Kampftraining. Dieser Durchgang wird zur späteren Beurteilung aufgezeichnet. Dieser Kurs wurde dafür geschaffen, die grundlegenden Kampffähigkeiten zu stärken und ihre Reflexe zu verbessern. Die Fähigkeiten, die Sie hier erlangen, werden Ihnen helfen, auf dem Schlachtfeld zu überleben. Ich werde Sie im Umgang mit Feuerwaffen, dem Einsatz von Tarntaktiken und dem Hacken feindlicher Netzwerke instruieren. Denn bei Militech haben wir... Denn bei Militech haben wir nichts drauf. Außer natürlich hirntote Chromtrottel zu züchten. Und jetzt, Station 1, du Made! Los, los, los! Ich hoffe, du bist bereit, hier ein paar Ärsche aufzureißen. Versuchen wir das Programm mit den taktischen Zielübungen, okay? Zum Aufwärmen. Damit würdest du keine Probleme haben. Machen wir es ein bisschen interessanter, okay? Nicht übel, aber es ist realistischer, wenn das Ziel sich wehrt. Steh nicht rum, geh in Deckung! Mit dem Reanimator heilst du dich. Geh zum Trainingsbereich, wenn du soweit bist. Diesmal hat er seine Chums dabei. Weiß, was zu tun ist, wie. Stell dich auf die Plattform, dann geht's weiter.
Bestes steht Hacken auf dem Menü. Ich habe das Kursmaterial ein bisschen gewürzt. In diesem Trainingsmodul lernen Sie heute, wie Sie Technologie in Kampfsituationen einsetzen. Wow. Konzernsprache lässt sogar Hacken langweilig klingen. Hack dich in den Bildschirm, um die Wache abzulenken. Vor Substanz. Gut. Jetzt schalte ihn leise aus. Okay, er gehört dir. Schalt ihn aus. Es ist nie klug, Spuren deiner Arbeit zu hinterlassen. Besonders die von der Totensorte. Heb die Leiche hoch und versteck sie irgendwo. Okay. Jetzt erledige ihn in einer flüssigen Bewegung. Bist du bereit, ein paar Typen in Echtzeit zu hacken? Viel Spaß! Jetzt, zünde die Granate. Ausschalten und Befehle befolgen, wie ein guter Militech-Wachhund. Dank meiner weisen Führung wirst du noch zum echten Champ. Schreite zum Podium, Champ. Ich habe hier weitere Module, wenn du noch etwas trainieren willst. Oder du hörst jetzt auf. Aber denk dran, auf der Straße gibt's keine Tipps und zweite Chancen.
Okay. Zuerst widmen wir uns deinem Schleichtalent. Deckung, schnell! Nice, nice. Jetzt geh langsam Richtung Ausgang, ohne entdeckt zu werden. Hier geht's um Tarnung, wie? Schon mal eine Ninja-BD erlebt? Genau so. Fast, fast. Gleich nochmal von vorn. Deckung, schnell! Nice, nice. Jetzt geh langsam Richtung Ausgang, ohne entdeckt zu werden. Weiter zum nächsten Bereich. Jetzt nochmal dasselbe, aber mit Kamera. Zum Training, Rekrut. Hast du gut gemacht. Stell dich auf die Plattform, so kommst du raus. Dann sind wir dort. Zeit für ein wenig schmutzigen Kuschelkampf. Schalt ihn aus. Aber Vorsicht, der sieht fies aus.
Okay, das reicht. Suchen wir einen, der eher in deine Gewichtsklasse passt. Die Schwierigkeit von leicht auf normal. Der nächste Trottel kann blocken. Wird jetzt ein bisschen langweilig. Du sollst nur blocken, nicht zuschlagen. Der Trottel kommt jedes Mal, wenn er zuschlägt, aus dem Gleichgewicht. Nutzt das, um einen Konter zu landen. Ich mag irgendwie, wie das klingt. Jetzt weich ihm aus. Ich will, dass seine Faust nur Luft trifft. Den Pfad des Trottels gemeistert, junger Novize. Ich kann dir nichts mehr beibringen. Zeit für deine letzte Prüfung. Weiter geht's mit Nahkampfwaffen. Nimm dir ein Schwert. Was du gelernt hast. Ziemlich gut. Stell dich auf die Plattform. Viel Glück, Vee.